Hallihallo, guten Abend von mir. Mein Name ist Nennert und ich spiele ein nicht so außergewöhnliches Instrument, hat man schon tausendmal gesehen. Akkordeon oder Ziehharmonika oder wie ihr wollt. Das ist hier aber ein besonderes Akkordeon und zwar mein elektronisches. Da ich ein studierter Akkordeonist bin, bin ich irgendwann mal im Internet an das Instrument oder besser gesagt Gerät gestoßen und dann habe ich es 2018 gekauft und dann hat das mein Leben komplett geändert und heute Abend hier live aus dem Goldbeck-Haus könnt ihr erfahren, warum das so ist. Das nächste Lied, was ich euch mal anspiele, ist ein Lied aus dem Süden Deutschlands oder noch besser gesagt nicht Süden Deutschlands, sondern ich spiele doch heute ein Lied aus der Schweiz und das läuft ein bisschen volkstümlich, ein bisschen mit dem populären Jodeln und wie sich das auf einem Akkordeon, elektronischem Akkordeon anhört, das könnt ihr jetzt erfahren. So, hier muss man ordentlich Wasser tanken. Es ist nämlich sehr, sehr, sehr heiß und deshalb verzeiht mir, nach jedem Stück muss ich ein bisschen wieder sozusagen Sprit tanken und dann bin ich wieder in Ordnung. Was ich sagen wollte, alle, die das Akkordeon kennen, bringen das in Verbindung irgendwie entweder mit so einem russischen Programm oder so einem süddeutschen oder Programm aus der Schweiz, wie eben gerade gespielt. Oder halt auch Programm aus dem Norden. Und zwar mit einem Seemannslied.
So, das war ja in einer Sternennacht am Hafen, kennt ja auch jeder. Was man aber nicht kennt, das ist, dass ein Akkordeon zumindest in so einer Besetzung unter Anführungsstrichen das spielt. Das kann alles das elektronische Akkordeon, das kann durch die unterschiedlichen Instrumente ersetzt werden. Man muss allerdings alles live spielen und so mache ich weiter. Eben gerade habe ich ein Seemannslied gespielt. Ich spiele auch in einer Seemannsliederband namens Albers Ahoy. Und da habe ich mir das Programm angeeignet und ist wunderschön und ich grüße Sie ganz lieb. Und jetzt geht es hier weiter mit der Klezmer-Musik. In einer anderen Band spiele ich ja auch Klezmer-Musik und zwar in der Band Mischpoke. Die konntet ihr im Goldbeck-Haus in den letzten Jahren live sehen und ich bin mir ganz sicher, dass das in den nächsten Jahren genauso wird. Spiele ich ein Klezmer-Stück, was ich mit der Band Mischpoke immer wieder sehr, sehr gerne vorspiele. In demselben Stil geht's weiter. Bella Ciao.
Und auf der Ankündigung, da stand, dass ich Balkan-Beats und Elektro-Beats mache. Jetzt komme ich zu den Balkan-Beats, da komme ich ja auch ursprünglich her. Aus Serbien, da bin ich groß geworden, in Belgrad, und dann bin ich zum Studium nach Deutschland gekommen und ja, dann zack, hier geblieben. Und plötzlich kennt man keinen, gefühlt keinen mehr aus der alten Heimat. Nach 15 Jahren ist das auch, glaube ich, irgendwie normal. So, wie das in Serbien klingt, mit den Blechblasinstrumenten, könnt ihr jetzt erfahren. We'll be right back.
in demselben Balkan-Style läuft es weiter. Und ich wünsche euch mal viel Spaß. So, meine Lieben, liebes Publikum, falls ihr gedacht habt,
Das wäre eine Überraschung für heute, sage ich jetzt. Das ist es nicht. Ich komme zwar aus dem Balkangebiet ursprünglich, aber worauf ich mich eigentlich auf dem Akkordeon sehr gefreut habe, ist, dass ich darauf live die elektronische Musik, sprich Techno bzw. etwas Technoid, spielen kann. Und das war, und zwar alles live. Und damit trete ich sozusagen mit diesem Instrument auf den Techno-Partys in den für Techno bekannten Hamburger Clubs wie zum Beispiel Wagenbau oder Fundbüro. Und da könnt ihr euch mal vorstellen, was jedes Mal los ist, wenn ich irgendjemand nicht kennt, dann komme ich herein mit so einem Akkordeon und die Leute sind erstmal so drauf eingestellt, was möchte ich denn da? Und dann spiele ich ihnen folgende Sache vor. We'll be right back.
Ja, so wie man das hören kann, ist das die technoide Musik und jeder Ton ist da live gespielt. Das war ein Stück von mir namens Technose und es geht mit dem nächsten Stück weiter namens Bassline. Thank you.
So, jetzt würde ich ja gerne ein Cover spielen. Oxia Domino. So, jetzt kommen wir zu dem vorletzten Stück. Von mir ist er auch geschrieben. No na na ni ni. Thank you.
So, ihr Lieben, ich hoffe, dass ich euch mal nett überrascht habe heute Abend und dass ich euch nett überraschen werde mit diesem Video im Nachhinein. Wer konnte leider nicht heute Abend live zuschauen konnte, der kann das natürlich später irgendwann mal bei YouTube oder Ähnlichem tun. Jetzt komme ich zu einem letzten Stück für diesen Abend. Das ist ein Cover. Allen bekannt aus den 90ern, Insomnia. Viel Spaß und ich bedanke mich hiermit bei dem ganzen Team von Goldbeckhaus, bei Sascha, bei Luis und bei Mirko hier für die Technik im Hintergrund. Vielen lieben Dank, Jungs, genauso wie bei dem Hannes und Jürgen Krenz, die das alles heute Abend ermöglicht haben. Ja, ich verabschiede mich mit einem super bekannten Coverstück und wünsche euch allen ein schönes restliches Wochenende oder ein schönes Wochenende und bleiben Sie alle gesund. Mhm.